Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die euch durch meine Anfängerbücher begleiten. Erfunden hat die beiden mein Sohn Stefan Böhm, der hat die damals als Bewerbung für sein Studium in Kommunikationsdesign entworfen. Und wir haben dann gefunden, dass die so gut zu meinen Büchern passen, dass wir sie eben als Coaches dafür ausgesucht haben. Ja, ich habe mir als Kind immer gewünscht, dass ich zeichnen und malen könnte, dass es aussieht wie echt. Und damals gab es das aber in der Schule nicht, da wurde das nicht unterrichtet. Ich musste mir das dann mühsam selber erarbeiten. Und deswegen habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht, das eben Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen beizubringen, was ich mir selber so gewünscht hätte. Auf meinem Kanal findet ihr also Lektionen zu allen Zeichen- und Maltechniken, immer für Anfänger und auch für Fortgeschrittene leicht zu bewältigen. Und begleitend dazu gibt es mittlerweile 3 Lehrbücher, und zwar das grüne Buch, das ist für die echten Anfänger, das ist so ab circa 10 Jahren. Da lernt er wirklich ganz grundlegend, wie man Dinge zeichnet, dass sie eben wie echt aussieht und wie man das Ganze dann in Acrylfarben umsetzt. Und dann gibt es noch das Ölmalbuch, das ist vielleicht für ein bisschen ältere, schon so ab 14 Jahren. Da lernt er eben auch die Ölmalerei von der Pike auf. Und jetzt ganz neu gibt es auch Aquarellmalen mit Pedro und Rosa. Und das ist wieder für Anfänger, würde ich sagen, ab 10 Jahren könnt ihr das ruhig probieren. Das ist nicht allzu schwer. Und auch da sind die Lektionen so einfach, dass man die auch leicht bewältigen kann. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und falls ihr irgendwann mal Fragen habt, dass ihr sagt, oder hänge ich, oder da würde ich jetzt gern haben, dass jemand über mein Bild drüber schaut, ihr dürft mir da gerne schreiben und dürft mir die Bilder auch schicken. Und dann gebe ich mein Bestes, euch eben da weiterzuhelfen. Ja, und jetzt viel Spaß beim Zuschauen und bis bald.